So, liebe Freizeitparkfreaks, wir sind für euch heute im Moviepark. Guck mal, wer da ist. Wer bist du denn? Hallo. Hallo. Kennst du dich da wer? Kennst du den? Ja, ne? Ja, ne? Kennst du den? Den da? Kennst du da? Ja, kennst du den? Ja, wir sind hier gerade All You Can Eat für 29,95 im Bella italienischen Flair. Ich weiß es gerade. 15 teurer als es ist. 29,95? Was kostet der? 29,90. Oh Gott, es tut mir leid. 29,90. Ja? Für Erwachsene, für Kinder, was war da? 12 Euro? Ja, Mann. Ich glaube 13 Euro. 12 Euro? Wie viel? 90. Was sagst du? Was hast du? Ja, so kann es ja bleiben, zensiert. 12 Euro paar. Was hast du gesagt? 90. Das sieht so geil aus. Mach mal. Möp, möp. Mach mal, möp. Richtig gut. Ja, wie ist die Qualität? Du hast ja schon genossen. Ja, du hast genossen, Alter. Was? Ja. Was? Wie ist denn der Tee, Ingo? Heiß. Fruchtig. Spritzt. Spritzig. Waldfrucht. Ja, also ich habe hier mal Barbecue-Pizza mit Pesto, mit Pesto, mit Pesto. Und Krautsalat mit Karotte. Also ich hatte jetzt die Thunfischpizza, war in Ordnung, kann man essen, ist vom Freizeitpark vollkommen in Ordnung. Ich hatte auch diese komische grüne Pasta, die du auch hast, habe ich auch draufgeschmissen. Ja. Kann man essen, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Aber gut, die Nudeln, da kannst du nicht ganz so viel verkehrt machen. Ich wollte dazu noch sagen, dass die Getränke mit inklusive sind. Ja. Das ist ein Vorteil. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ist eine zeitliche Begrenzung drin? Nö, ne? Zwei Stunden? Ja, das ist aber okay. Für zwei Stunden, also pro Stunde 15 Euro. Getränke abgezogen, bist du bei 10er für das Essen, qualitativ, wie du schon gesagt hast. Man muss halt gucken, was man da machen möchte. Genau, ist für Freizeitpark, ist es in Ordnung. Ja, definitiv. Okay, wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Ja, Spotify. Und?